Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schlaftabletten Rotwein 5 Box von Alligator. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schlaftabletten Rotwein Teil 5 von Alligator. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Am besten, wir schneiden das Ganze hier bei dieser Schweißnaht auf. So. Es ist ja schon etwas her. Der vierte Teil von STRW kam ja im Jahr 2011. Und jetzt, 7 Jahre später, im Jahr 2018, gibt es nun endlich den fünften Teil dieser Serie. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine würfelförmige Box und wir haben hier jede Menge Blumen mit dem Alligator-Gesicht, mit dem Terroristen-Gesicht. Alligator lesen wir hier oben in weiß. Dann haben wir hier STRWV, also Schlaftabletten Rotwein Teil 5, in dem Fall ja V, römisch 5. Dann haben wir hier auch nochmal dasselbe stehen. Also rundum STRWV zu lesen und eben alles komplett in dieser wunderbaren Blumenoptik. Auf der Unterseite haben wir einen Barcode und die Credits zum Album. Das Ganze regulär über Trailer Park erschienen. Und dann schauen wir mal hinein. So, dieser Deckel ist abnehmbar. Nicht zum Klappen, sondern wirklich ein separater Teil. Jawohl, der Deckel von innen weiß. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier nämlich echt sehr ausgefallenen Boxinhalt. Und zwar haben wir einmal eine kleine Gießkanne samt einem Blumentopf. Dann haben wir hier einen Druckverschlussbeutel und dieser beinhaltet Blumenerde. Jawohl. Dann haben wir hier zwei Samenspenden, so nennt sich das. Und zwar einmal Ringelblume, einmal Minze. Dann einen Tourflyer, kommen wir auch noch dazu. Das Album an sich und das Bonusalbum, die Bonus-CD, nämlich Fremde Zungen. Von innen auch hier wieder weiß. Hier haben wir schon ein paar Erdkrümel, wahrscheinlich beim Verpacken etwas daneben gegangen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Beutel dicht ist. So, packen wir die Box mal weg. Nachdem die beiden Alben noch in Folie sind, werden wir diese mal aufschneiden. So, einmal und zweimal. Und ich habe leider schon jetzt etwas sehen müssen, was mir gar nicht gefällt, nämlich dürfte die CD, das Cover hier, etwas zu Schaden gekommen sein beim Transport. Muss mal schauen, eventuell, dass ich das Album dann in eine heile Hülle, in ein neues Standard-Toolcase umsiedel. Ja, schauen wir uns mal an. Gut, das ist das Album an sich. STRWV, also Schlaftabletten Rotwein Teil 5. Und auch hier haben wir wieder die Blume samt Blumentopf mit dem bekannten Terroristengesicht. Darüber lesen wir Alligator. So sieht das aus, kommt wie gesagt in einem Standard-Toolcase. Dann lesen wir hier auf der Seite auch nochmals Alligator Schlaftabletten Rotwein 5. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 16 Tracks, von denen ja schon diverse als Videoauskopplung stattgefunden haben. Credits und Barcode. Und wir haben bei den 16 Tracks genau einen einzigen Feature-Part, nämlich hier der Track Beine brechen mit dem Feature von Felix Brummer. Das hier der Sänger von Kraftklub. Gut, dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Was lesen wir hier? Manchmal reduziere ich sie auf ihre nicen Gedanken. Jawohl, also das ist ein Zitat oder eine Textzeile aus dem Track Meine Ho. Dann haben wir hier Flagosch, okay, aus dem Track Ali Alligator. Also wir haben hier Alligator samt Mistgabel im Felde stehen, beziehungsweise hier als Frau verkleidet. Und ich schätze mal, jawohl, diese Optik zieht jetzt durchs gesamte Booklet. Wir haben hier pro Track dann
ein Zitat mit dabei und natürlich immer unterlegt mit schönen Bildern. Eine Sache von Lukas Strobel in allen Rollen. Lukas Strobel, also das ist der bürgerliche Name von Alligator. Dann hier weitere Credits. Soweit ich weiß, hat er auch, sehen wir da jetzt gar nicht, meines Wissens auch alle Beats produziert des Albums. So, weitere Zitate aus seinen Liedern und natürlich weitere wunderbare Aufnahmen hier, der Mann mit den vielen Gesichtern, der Max Giermann des Rap. Jawohl. Gut, dann schauen wir uns mal die CD an. Die sieht so aus, auch hier wieder dieses wunderbare Terroristen-Blumengesicht. So sieht das aus. Rückseite in dieser Bretter, in dieser Holzoptik. Und damit nicht genug. Wir haben keine Instrumentals mit dabei, sondern wir haben ein Coveralbum. Und zwar nennt sich dies Fremde Zungen. Wir haben hier Alligator, wie er mit seiner etwas längeren Zunge an einer Gitarre leckt. Das Ganze auch ein Standard-Toolcase, gefällt mir gut, dass es nicht einfach in einer Papphülle oder einem Digisleeve ist, sondern wirklich in einer hochwertigen Verpackung. Und zwar lesen wir auch hier wieder Alligator Fremde Zungen, ein Coveralbum. Und dann haben wir auf der Rückseite 10 Tracks. Also, wir haben hier 10 Tracks, die es natürlich bereits gibt, die sehr bekannt sind zum Teil und die einfach Alligator am Herzen liegen, beziehungsweise die ihn schon längere Zeit begleitet haben und die er hier in seiner Variation dann neu interpretiert hat. Und was schön gemacht ist für die, denen die Tracks so nur vom Titel her nicht sagen, man hat hier in Klammer dann auch noch stehen, von wem der Track ist. Wie zum Beispiel hier beim Track Rosenrot, dass dieser von Rammstein ist. Credits. Meines Wissens gibt es dieses Album so separat nicht zu kaufen. Auf Spotify ja, aber ich glaube so in physischer Form wirklich nur in der Box. Die CD sieht so aus. Also wir haben hier 7 Zungen angeordnet im Kreis. Dahinter alles rot. Und dann haben wir noch kein Booklet mit dabei, aber wir haben hier noch so einen Einleger. Und was sehen wir hier? Die Eindrücke, das Ganze ja im Wald entstanden. Genau, hier lesen wir nochmal zur Info. Ich habe Mikrofon, Laptop, Kabel, Gitarre und Studiogeräte in einen Rucksack gestopft und bin losgewandert. Der Wald ist mein Studio. Hier habe ich eine Reihe von Liedern gecovert, die mir so gefallen haben, dass ich sie covern musste. Jawohl, also auf dieses Coveralbum bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und diese Making-ofs bzw. diese Eindrücke, die man schon vorab bekommen konnte von seinen Wald-Sessions, die waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Dann haben wir einen Boxinhalt, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Also absolute Premiere, speziell die Kombination dieser ganzen Teile. Und zwar haben wir hier einmal einen Blumentopf, orange aus Metall. Dieser ist auf der Unterseite gebrandet mit dem klassischen Alligator A. Dann haben wir eine rote kleine Gießkanne, diese ebenfalls aus Metall. So sieht es aus. Rundum eben diese Alligator A's. Dann haben wir zwei Samenspenden von Alligator. Und zwar einmal eine Samenspende Minze und einmal eine Samenspende Ringelblume. Dann haben wir hier noch die Infos, was die Minze bzw. die Ringelblume ausmacht. So sieht das aus. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall mal die Minze anbauen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt keinen grünen Daumen. Also ich schaffe es echt, selbst die widerstandsfähigsten Pflanzen bei mir sterben zu lassen. Aber ich werde dieser Pflanze auf jeden Fall eine Chance geben. Und ich hoffe, dass ich sie mit diesem großartigen Equipment hier zu etwas bringen kann. Und dann haben wir noch einen Sack mit Blumenerde. Blumenerde, The New Fragrance by Alligator. Also das natürlich in Anlehnung an ein Parfum. Sehr schön, kommt in den Druckverschlussbeutel. Dürfte wohl ziemlich genau für diesen Topf hier bemessen sein. Also dann wird man diese Blumenerde in Kombination mit dieser Samenspende dann verwenden. Sehr schön. Und dann haben wir noch, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxen halt sehe, einen Tourflyer zur Wie zu Hause Tour 2019. So sieht das aus. Jawohl, er kommt auch in Wien vorbei. Gefällt mir.
Also die Tour dann im Jänner, im Januar und Februar 2019. Hier habt ihr die Dates und hier könnt ihr den guten Mann live sehen. Okay, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Tourflyer. Dieser Druckverschlussbeutel samt Blumenerde, dieser Blumentopf aus Metall, ebenso wie diese kleine Gießkanne hier aus Metall. Die beiden Samenspenden, einmal Minze, einmal Ringelblume. Das Coveralbum Fremde Zungen im Standard Jewel Case. Und natürlich das Album an sich, Schlaftabletten Rotwein Teil 5, ebenfalls im Standard Jewel Case mit insgesamt 26 Tracks, also 16 auf dem regulären Album und 10 auf dem Coveralbum. Das alles in dieser wunderbaren Box Schlaftabletten Rotwein Teil 5 von Alligator. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alligator unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.